Ja, liebe Bergneustädterinnen und Bergneustädter, auch von mir guten Abend. Was soll ich jetzt noch sagen? Ich denke, ich fange mal von hinten an, weil mit einer Sache kann ich punkten. Ich bin Großvater von 4 Enkelkindern. Ich bin Vater von 3 Töchtern, davon waren Töchter, mit meiner Frau Karin verheiratet. Bin seit 1955 Bergneustädter. Diplom-Ingenieur für Vermessungstechnik von Hause aus gelernt und habe beim Landrat, der jetzt halt Jobi heißt, zweimal meinen beruflichen Weg verändern dürfen. Einmal war ich 10 Jahre freigestellter Personalratsvorsitzender und seit 2006 bin ich als Wirtschaftsförderer beim Oberbayerischen Kreis. Das Thema Haushalt ist jetzt so nicht mein wirkliches Spezialgebiet, aber ich glaube, das brauchen wir für dieses Jahr auch nicht wirklich zu sein, weil der Rat der Stadt Bergneustadt hat mit Mehrheit über die Parteigrenzen hinweg den jetzt vorliegenden Haushalt für 2014 beschlossen, was ich für ganz vorteilhaft halte, hier sozusagen eine Einheit auch in kritischen Haushaltsfragen zu bilden. Und der Rat hat beschlossen, am Stärkungspakt teilzunehmen, am Stärkungspakt des Landes, der es erst möglich macht, überhaupt bis 2016 mit Fremdmitteln und dann bis 2021 hoffentlich ohne Fremdmittel den Haushaltsausgleich abzubilden. Die Ausgaben sind moderat, sowohl bei den Sach- und Dienstleistungen im Personalbereich sowieso 12.000 Euro moderate Erhöhung, das bildet gerade mal Tarifabschlüsse ab. Also ich sehe hier ehrlich gesagt bei dem soliden Werk nicht viel Möglichkeiten, zusätzliches Geld einzusparen. Was allerdings zwingend ist, und ich glaube, da gibt es keinen Weg umher, da haben meine Vorredner auch sicherlich schon recht gehabt, eine absolute Haushaltsdisziplin, eine Ausgabendisziplin. Und auch ich würde in Mittelhof versuchen, ohne einen ersten Beigeordneten diese Amtszeit abzuwickeln. Vor diesem Hintergrund habe ich auch nichts in einem Rucksack oder in der Tasche, was ich anbieten könnte, womit ein Bürgermeister überhaupt in der Lage wäre, eine so prekäre Haushaltssituation in den Griff zu bekommen. Ich würde vorschlagen, dass wir gemeinsam hoffen darauf, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland, in Europa so bleiben, wie sie sind, denn nur dann lässt sich das umsetzen, was hier sehr solide und sehr, ja, mit sehr viel Engagement auch von Dan Knabe umgesetzt worden ist. Jetzt können wir und lass mal gucken, dass wir uns so als Gemeinschaft verstehen in Bergneustadt, dass wir mit den hohen Belastungen Grundsteuer B zum Beispiel auch in den Gesellschaftsbereichen, die kritisch sind, also die sozusagen nicht auf Gold gebettet sind, umgehen können und diese Leistungen erbringen können. Das wäre mein Wunsch, also als Gemeinschaft so stark zu werden, emotional zusammenzurücken, dass wir das hinkriegen. Ich glaube, dass das klappen kann, wenn die Rahmenbedingungen erhalten bleiben.